Miss Handwerk 2020. Und der neue Mr. Handwerk heißt? Ich liebe mein Handwerk, ich mache es super gerne. Und ich würde mich für alle Tischler und Tischlerinnen freuen, den Titel in unser Gewerk zu bringen. Ich finde, es ist einfach eine mega Sache. Ist halt echt ein Ereignis, macht voll Spaß. Von 1 bis 10, 9,5. Ziemlich aufgeregt. Mein Beruf ist einfach sehr unbekannt und genau deshalb würde ich gerne meinem Handwerk ein Gesicht geben. Ich möchte halt junge Leute begeistern. Ein bisschen die Liebe fürs Handwerk und generell fürs Arbeiten, sich auch mal dreckig machen, das ein bisschen zu vermitteln. Ich habe halt mein Abi gemacht und uns wurden nur Studiengänge vorgeschlagen. Und das war halt mega schade und traurig, weil im Endeffekt ist das mein absoluter Traumberuf geworden. Die Leute, die hier teilnehmen, sind alle super drauf und haben auch Spaß daran, was fürs Handwerk zu tun, was für den Nachwuchs zu tun. Ich wünsche natürlich meinem Nachfolger eine Menge Spaß in dem Amt und ich hoffe für ihn, dass er das mit der gleichen Lebensfreude tut, wie ich das gemacht habe oder versucht habe umzusetzen und natürlich genauso viel Spaß hat wie ich an der ganzen Sache. Wir stellen Handwerk da, wie es auch eigentlich ist, nämlich vielseitig, modern, kreativ, jung und ja, auch Handwerk ist heute, das haben wir geschafft, auch selbstbewusst und stolz, stolz auf das Geschaffene und wir sind als Handwerker, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Besonders dann, wenn ich diese jungen Kandidatinnen und Kandidaten sehe. Diese jungen Leute, das sind die Botschafter des deutschen Handwerks und das wollen wir nach vorne tragen. Meiner Nachfolgerin wünsche ich, dass sie einfach Spaß dran hat in dem, was sie macht, dass sie einfach mit Überzeugung dahinter steht und einfach das genießt, die Zeit. Wenn man stolzer Handwerker ist, dann ist das schön, dass man das sein darf und das wünsche ich ihr auch. Tolle Performance von den Kandidatinnen und von den Kandidaten. Vor allem deswegen auch, weil sie mit viel Engagement, Stolz, Spaß ihr Handwerk und ihr Gewerk vertreten, ihren Beruf darstellen. Und da sind wir gerne dabei als Partner des Handwerks, als Versicherer des Handwerks sind wir gerne dabei und unterstützen auch diese Veranstaltung immer wieder gerne. Das war super cool, wirklich. Hat Spaß gemacht. Ja gut, sehr aufregend. Sehr aufregend. Ich finde es super. Also ich muss sagen, ich habe meine zwei Favoriten, aber verdient hätte jetzt jeder, aber ich gewinnen kann leider nur ein Pärchen. Zehnjähriges Jubiläum, Miss und Mr. Handwerk. Freut uns, dass wir seit 10 Jahren mit dabei sind. Auch das fängt langsam an, Tradition zu bekommen. Rückblickend betrachtet muss man sagen, dass auch die sowohl Miss als auch Mr. Handwerk sehr viel jeweils in dem Jahr für das Handwerk unterwegs sind. Und das nimmt mehr und mehr natürlich auch zu, weil dieser Wettbewerb mehr und mehr etabliert ist. Und insofern ist es ausgesprochen eine sehr erfolgreicher Wettbewerb auch in diesem Jahr gewesen. Und aus Jury-Sicht habe ich den Eindruck, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Also es war noch nie so heiß und intensiv diskutiert worden, bis wir heute wirklich eine Lösung gefunden haben, weil es so tolle Kandidatinnen und Kandidaten waren, dass es extrem schwer war, heute eine Auswahl zu finden. Aber am Ende des Tages haben wir, glaube ich, eine sehr gute Auswahl getroffen für das Handwerk.
Also, Miss Handwerk 2020 ist Jule Romberg. Mr. Handwerk 2020 heißt Andi Hansen. Man kann es doch gar nicht glauben. Wir stehen jetzt für das Handwerk. Das ist ein tolles Gefühl. Also ich freue mich drauf. Ich auch, auf jeden Fall. Da der Botschafter sein zu dürfen, ist nonplusultra.